Warte, nein, wir wollen friedlich sein und hoffen, dass die Polizei auf das hört, was unser Rechtsanwalt gesagt hat. Wir wollen Frieden in Irland! 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 Bitte die Polizei! Bitte alle hinsetzen, sofern ihr den Platz habt. Ihr seid friedlich. Wir lassen uns hier aber nicht von einem Staat schikanieren. Setzt euch hin, lasst euch zu Wort. Richtig geil. Ruhig! Legt ihn auf den Grund! Musik aus! Es geht hier auf der Straße am 17. Juni. Ich wollte eigentlich vorher eine Rede halten, aber ich halte es halt jetzt. Am 17. Juni 1953 haben die Menschen der DDR sich erhoben gegen eine Diktatur. Viele Menschen gingen auf die Straße. Viele Menschen sind gestorben. Damals wollten Panzer. Heute wollen keine Panzer mehr. Das heißt, wir sind so ein Stück weit weitergekommen. Aber diese Menschen waren mutig und auch wir sind mutig. Wir lassen uns hier nicht auflösen. Der deutsche Staat übertreibt es im Moment. Und das wissen die. Und die haben Angst. Die haben auch Angst. Und wir gehen nicht weg. Wir bleiben hier. Steht keine andere Möglichkeit, als
Versammlung hier von der Polizei aufzulösen. Ich wiederhole, diese Versammlung ist hiermit aufgelöst. Begeben Sie sich nach Hause, die Versammlung wird nicht stattfinden.